Somebody peek on Envy's side. And well, that's what happens when you go around the corner happy with one dig. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! Hallo und herzlich willkommen zum Fazit zur MLG Columbus 2016. Mit Lenk. Ja. Und ja, bevor wir uns zu den ganzen Zeug hier äußern, mache ich jetzt erstmal ein paar Kapseln auf. Ein kleines Opening, denn die sind halt reduziert und man kann coole Sachen rausziehen. Besonders Luminosity Foil wäre jetzt, glaube ich, was Tolles. Ja, Luminosity Holo ist während dem, also quasi übers Game hinüber von 1,50 auf 3 Euro gesprungen. Ja, ich werde die auf jeden Fall behalten, egal was ich ziehe. Okay, dann starten wir hier mal erstmal mit den komischen. Ne, wir starten erstmal mit den Lows, dann starten wir erstmal mit den Autogrammstickern. Oh lol, okay, wir haben noch einen Punkt dazu bekommen. Mach lieber die Kapseln auf. Mach einfach die Kapseln auf. Oh, ich will's gar nicht wissen. Na, du willst es echt nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Nee, willst du auch nicht. Vertrau mir, das willst du nicht. Also bei der Fantasy kannst du nicht mehr haben als ich, weil ich vorhin ab und zu. Nee, ich hab nicht mehr, das geht um deine. Mir ist das sowieso scheißegal, aber es geht um dich. Okay. Ja, okay. Ich öffne jetzt erstmal. Wir machen jetzt ein Capsule Opening. Okay. Auf geht's. Okay, ich hab Shroud Foil. Ach, du machst die Autogramm-Dinger auf? Ja, erstmal mach ich die Autogramm-Dinger. Fällt grad mal was ein. Hast du nur einen von, oder? Was? Nee, warte, wer war es? Nee, Christian war es, der einen hatte. Ich hab davon 5 Stück aus Versehen gekauft. hier. Okay, dann machen wir die nächste mal auf. Oh, ich hab schon Angst, ey. Ich bin schon 1% vor Dingens oder so. Vor Gold? Ah. Ja. Ja, Quatsch. Nee, nicht vor Gold, oder? Du bist 1% vor Gold, also 6% hast du. Niemals! Kann das nochmal geupdatet werden? Ja, aber wenn, dann eher nach oben. Jetzt haben wir nicht unsere Punkte drauf bekommen. Ich starte trotzdem. Okay. Ich hab APK. Wenn's wirklich so ist, ne? Ich darf nicht schreien, aber. Ach, ist das schön, ey. Ich zweimal Silber. Kann ich mit leben. Vielleicht, Alter, ich zieh hier nur scheiß behinderte Spieler, Alter. Mo, ey. Short könnte sogar ein bisschen was kosten. Ja, Short war bis jetzt der Beste. Weil man Nico gezogen, easy. Existence, okay, der geht noch. Der wird aber auch nichts kosten. Hm. Ach ja. Okay, das war's. Nee, okay, du bist hochgegangen auf 7%. Ja. Wow, 2%. Ach komm, ey. Ja, es wird wahrscheinlich noch weiter hoch. Ich bin auf 14%. Jetzt wird wahrscheinlich auf Bronze gehen. Das finde ich gar nicht so schlimm, habe ich immer 2 verschiedene. Ja. Legends mache ich jetzt da mal auf. Boah, jetzt kommt's, ey. So, sag mir, was du siehst. Ich kann dir wahrscheinlich den Preis sagen. Luminosity will ich. Navi will ich. Und von Holo. Na, ist mir eigentlich egal. Jetzt lädt mein Inventar nicht. Oh, ein Stück Faiter! Ich habe MLG Foil. MLG Foil kann ich dir nicht sagen, den habe ich nicht, aber der kostet ein paar Euro. Okay. Warum bist du denn. War das der, den du wolltest? Was? Warum du so abgeschrien hast jetzt? Nee, eine Sekunde weiter und ich hätte Face Foil. Oh. Face Foil natürlich auch noch vergessen hier, den brauche ich auf jeden Fall. Ich habe für Face Holo. Den habe ich auch nicht. Ich habe von den Legends habe ich kaum was, ey. Okay. Face Holo kostet jetzt aber gerade nur 2 Euro oder so. Ja, der wird auf jeden Fall hochgehen. Ja, klar. MLG Holo. Der kostet gerade nichts, weil Steam down ist. Nichts, weil Steam down ist. Okay. Aber so 90 Cent hat er gerade gekostet ungefähr. Ja, die werden alle teurer. Also. Ja, klar. Aber jetzt mal was Geiles ziehen, das wäre halt geil. Oh, Nip. Sind wir von den Legends oder was? Ja, hä? Okay. Wie kann ich denn Nip normal ziehen? Da stand einfach gar nicht Holo bei. Okay. Ist aber Holo, ne? Holo kostet 76 Cent. MLG 80. Wow, okay. Ja, einen Legends habe ich noch.
Ja, Navi Holo. Kostet 1,47. Okay, das geht ja noch. Mein Gewinn. Habe ich 3 Stück von. So, jetzt kommen die Besten, jetzt kommen die Challengers. Da auf jeden Fall Splice Holo, Splice Foil. Splice Holo wirst du wahrscheinlich sogar ziehen, da habe ich 4 Stück von. Liquid Foil. Und gucken wir mal. Okay, das Splice Foil kostet gerade 18 Euro. Ey, bleib doch stehen, du Hurensohn! Fast einen Dingens voll gezogen. Einen CLG Foil, aber es ist der Flipside Holo gewesen. Geworden. Flipside Holo kostet 60 Cent. CLG Foil wäre übrigens 1,90 gewesen, habe ich auch gerade gezogen. Oh, Splice Holo. Kostet gerade 1,40. Boah, das ist knapp, Alter. Okay. Okay, 3 noch. Oh, 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 Liquid Foil. Liquid Foil habe ich nicht, aber der kostet 5, 6 Euro oder so. Oh, nice, nice. Warum ziehen alle Liquid Foil? Ich will auch Liquid Foil haben. Ich weiß nicht, ich zieh zweimal Mausfoil. Unglaublich. Nein, bleib doch stehen! Bleib doch stehen! Fast wieder Liquid Foil, aber es wird MLG Holo, Alter. Aber dieser MLG Holo, ey, das ist der billigste bestimmt, oder? 80 Cent. Mhm. Geht, aber der wird halt auch steigen, weil MLG halt. Ja. Und nochmal Splice Holo. Gerade nur 1,15, die wollen die gerade alle loswerden. Ja. Ja, das war das Back-Opening. Nee, nee, das war's schon, das war's schon. Ah, bin ich immer noch der Einzige, der einen Splice Foil gezogen hat. Ja, ja, dafür habe ich einen Liquid Foil. Aber geht eigentlich, so schlechte Ausbeute, also. Ah, nee, kann man ja nur in voll kriegen, okay. Ja, ich habe 2 voll gezogen. Naja, gut, dann kommen wir jetzt mal zu. Zuerst starte ich das Spiel neu, also bis gleich, Cut. So, und da sind wir wieder. Und ja, wir haben leider nur den Silbercoin. Link hat, bei Fantasy habe ich 7 motherfucking Prozent. Oh, ich 14. Ich hätte zwar lieber Bronze gehabt, aber. Also 2% und ich hätte halt Gold gehabt. Aber naja. Da machst du nix. Also bei beiden Silber erreicht. Immerhin. Bei den ganzen Matches, ey, die man nicht erwarten konnte. Das Finale, ey. Ja, bitte. Ja. Ach scheiße, wie spät ist es? All-Star Game hat by the way auch noch NA gewonnen. Aber das ist ja sowieso. Ich hab noch 2 Minuten. Das ist ja sowieso nicht wichtig. Ja, dann sag doch einfach mal. Jetzt dein Statement zum Major. Kann ich ja hier noch. Ja, es war gut. Das Finale war ein bisschen enttäuschend. Die erste Map war spannend, die zweite war mega langweilig. Das wahre Finale war für mich Liquid gegen LG. Ich habe noch nie so mitgelitten beim Spiel. Moment mal eben. Ja, ich fand's gut, dass Fnatic früh raus war. Das war mega cool. Dann dadurch wurde es endlich mal spannend, so wer gewinnt jetzt den Titel. Ja, es war besser als Klutsch, es war schlechter als Cologne damals. Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich in Cologne selbst war und deswegen mir besser vorkam, keine Ahnung. Aber ich, ja, bin immer alles in allem zufrieden. Ja, ich, also das Major war auf jeden Fall nicht das lächerlichste Major. Das waren sehr spannende Spiele dabei, vor allem dieses hier, Maus gegen Flipside. Und, aber auch viele Spiele, wo man sich denkt, ey, what the fuck, wieso hat, ne, also Liquid ist für mich der Gewinner des Majors quasi. Die haben sich eigentlich den Sieg verdient. Die sind mega abgegangen, simple vor allem. War mega geil. Und ja. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ja, finde ich auch. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten. Von meinem Splice-Foil-Sticker nächstes Jahr ein Haus bauen. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Major, was wahrscheinlich Cologne sein wird. Kann das sein? Steht noch nicht fest, aber ja, steht auf jeden Fall noch nicht fest, aber es wäre dumm, wenn es kein Major wird. Ja. Also das größte CSGO-Event daher. Also Cologne 2016. Könnte da das nicht. Mich da drauf, ey. Könnte das nächste Major werden? Könnte. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs. Wir werden wahrscheinlich innerhalb des nächsten Monats erfahren oder so. Ja, genau. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut da rein. Ciao.